einen, wenn es eine Kugel wäre, hat, braucht man am wenigsten Material, um das Innere, einzuschließen. Es ist ein bisschen länglich, glaube ich, einfach um das arme Huhn ein bisschen zu entlasten, wenn es das Ei zur Welt bringen muss. Weiter sind runde Formen in der Regel stabiler für gleichmäßigen Druck wie eckige Formen, und wenn es rund ist und nicht eckig, dann schmerzt das Huhn auch weniger, wenn es brütet. Man nutzt aus, dass gekochte Eier innen hart sind, das heißt wenig Energie dissipieren, und dass rohe Eier innen relativ flüssig sind und wie in Honig drin die Energie sehr schnell wegbringen. Das heißt, die Bewegungsenergie wird in Wärme umgewandelt und das Ei steht relativ schnell. Eier enthalten Polymere oder Proteine, Lipide, ähnliche Dinge, die, wenn sie heiß werden, ihre Struktur ein bisschen verlieren und sich vernetzen. Und wenn sie sich vernetzen, passiert das Gleiche wie bei Gummi. Flüssiger Latex wird zu Gummi, den man in einem Auto drin verwenden kann. Bei Kartoffeln ist es so, dass dort die Zellwände aufgebrochen werden und deshalb die Stabilität dann weniger wird.